Haben die sich jetzt hier schon wieder eingenistet? Ja, ich denke, das war das Camp, was wir ausgeräuchert hatten. Oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Fallen Hope, genau. Verlassener Bruderschaftsbunker, da haben wir noch ein bisschen was vor uns hier. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere Level hier, das wäre ja auch mal ganz nett. Fallen Hope, verlorene Hoffnung klingt das so ein bisschen wie. Aber es ist ja eigentlich ganz was anderes. Eieieiei. Wo sind wir und wo müssen wir hin? Wir müssen noch viel tiefer. Vielleicht finden wir ja noch irgendwelche wilden, unausgefüllten Dreiecke hier gerade. Dass wir noch ein paar Sachen aufdecken hier, das wäre auch mal ganz nett. Dann gehen wir mal hier runter. Hüpf! Woher das Hüpf kommt, das wissen auch die wenigsten. Das ist Biene Maya, der gute Flip hat das immer gesagt, wenn er gehüpft ist. Hüpf! Hüpf! So in der Art. Nun gehen wir mal hier unten gucken. Hier gleich wieder hoch. Wir können ja einfach mal hier unten gucken und dann hier gleich wieder hoch gucken. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch gucken, wo wir gerade da unten geguckt haben. Na, es wird auch schon wieder heller hier. Das war wohl nur bei Fallen Hope, der so ein bisschen rötlich angetatscht. Hügelbesteigung für Anfänger. War das noch der Engländer? Ne, das war hier das. Ach, das ist das Ding, was wir gereinigt hatten hier. Nelson war das. Genau, Nelson. Hat nichts mit Nelson Mandela zu tun, aber naja. So, wir können eigentlich jetzt mal die schnell... machen wir ruhig mal den Schnellreise jetzt bis zum Scharfschützennest. Dann sind wir nämlich auch gleich da, wo wir hinwollen. Hier unten, da müssen wir irgendwo hin. Da unten, da geht das irgendwo lang. Das kriegen wir noch nicht auf, das Scheißding da. Da brauchen wir... Skill von 100 für. Komme ich hier heil runter. Schnell speichern. Hüpf, hüpf, hüpf. So, da unten ist nämlich dieser Anlegeplatz, wo wir hin müssen. Wo die Caesar's Legion, die haben da so ein bisschen ihren, ja, ihren Sitz da unten. Da, von da aus geht's los zu ihrem riesigen Hauptlager, was sie hatten, was so... eigentlich gar nicht mal so schlecht aussieht. Das werden wir dann ja gleich erleben, wie das aussieht. Cottonwood Cove, da haben wir es. Ich meine, hier hinten ist irgendwo dieser alte Anleger, wo wir jetzt da gleich ins Boot gebeten werden oder sowas in der Art. Mehr oder weniger galant. Ja, da ist der alte Anleger. Den hat er gesucht. Zack. Halt! Was haben Sie in Cottonwood Cove zu suchen? Also ich darf hier, ich habe hier das Symbol von Caesar's Legion. Sie tragen das Zeichen Caesars. Dann müssen Sie die Person sein, die Kosoloculus erwartet. Cursor. Sie dürfen weitergehen. Aber Mauszeiger. Ich warne Sie. Zeichen oder nicht. Aggressives Verhalten seitens eines Besuchers wird im Lager nicht geduldet. Das ist schön, hoffentlich auch von euch. Geh weg. Zu dem guten Menschen, da müssen wir hin. Das ist hier der Obermaxe, könnte man sagen. Was hier alles am Müll drinne liegt, dass das Gummi hier noch nicht alle rausgesammelt hat. Welt ist am Arsch, aber keiner sammelt den Müll. Die kann man nur noch sind verwerten. Sind Sie bereit für die Reise flussaufwärts? Arve, wer sind Sie? Mein Name ist Kosoloculus. Ich habe Befehl, Sie zum Lager der Legion beim Fortification Hill zu begleiten. Kann es losgehen? Was wird beim Fort passieren? Sie werden bald dem mächtigen Caesar gegenüberstehen, dem Gründer der Legion, Bezwinger von 86 Stämmen. Soviel ich weiß, ist dies das erste Mal, dass Caesar einen der Liederlichen zu sich eingeladen hat. Ah ja. Nicht einmal Häuptlinge erhalten diese Ehre. Naja, du mich auch. Wie nennen sie hier Liederlich? Alle außerhalb der Legion sind Liederliche. Sie leben im Dreck,
ohne jegliche Moral, Mäßigung, Zügelung und Selbstbeherrschung. Glaubst du, ich habe hier gerade ziemlich große Selbstbeherrschung, um dir nicht gleich eine reinzudrücken. Noch schlimmer sind die Verderbten, die Unterart der Liederlichen diesseits des Flusses. Ja, du bist ja nett. Sie halten sich für zivilisiert und sind doch korrupt und selbstsüchtig. Sie werden die Wahrheit schon noch früh genug erkennen. Ach, wenn du das sagst. Womit verdiene ich diese Ehre? Das sollten sie wohl besser wissen als ich. Aber sie müssen erstaunlich sein, dass Caesar so ein Interesse zeigt. Ich bin bereit, mit ihm zusammen zu reisen. Die Reise dauert ein paar Stunden. Nehmen Sie im Boot Platz. Liederlich, das geht ja wohl überhaupt nicht hier gerade. Du alter Hampelmann, du. Ave, auf Befehl Caesars müssen alle Besucher ihre Waffen und verbotenen Gegenstände abgeben. Na gut, versteckte Waffen behalten. Sicher können sie mich entwaffnen. Sie erhalten ihre Besitztümer zurück, wenn sie gehen. Na, das hoffe ich doch. Caesar treu ergeben. Ja, du mich auch. Ja, und dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich dann wieder eine kleine Pause. Und ja, wenn euch meine Videos gefallen, gebt mir einen Daumen hoch bei Facebook, bei YouTube, wo ihr möchtet. Und ja, abonniert mich vielleicht, wenn ihr es noch nicht habt. Oder schreibt einen netten Kommentar, ich bin dafür alles offen. Wenn euch meine Videos nicht gefallen haben, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Also, ne, wer einen Daumen runter oder hoch gibt, sollte bitte, wenn es möglich ist, auch irgendwie schreiben, warum er so gehandelt hat. Das wäre dann immer ganz nett. Aber jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, hallo Leute, da bin ich auch schon wieder. So, heute geht's dazu, dass wir ja hier in Caesars Lager sind und mit ihm erstmal sprechen wollen. Und genau das werden wir jetzt erstmal tun. Ich weiß gar nicht mehr, wo das überhaupt lang ging, aber wir werden den Weg schon irgendwie finden. Ich meine, wir müssen irgendwie in den inneren Ring, ganz nach oben auf den Berg müssen wir, glaube ich, irgendwo hin. Und deswegen werden wir hier mal immer weiter latschen. Schönen guten Tag. Ave. Ave, Julius Scherzkeksus. Wer bist du denn hier? Bist du ein Sklave? Du bist eine Sklavin. Tut mir leid. Glaube ich dir nicht. Banner. Das ist nicht Bruce Banner und auch nicht Eric Banner. Das ist Banner. Bist du hier für einer? Du bist wieder nur so ein Ave-Typ, ja? Weitergehen. Ach so. Okay. Ich gehe dann mal weiter. Da sind noch welche, mit denen kann man auch überall, glaube ich, nicht reden. Na, schade eigentlich. Was bist du hier für einen? Kann man dich hier runtertreten bestimmt. Ein paar Sklaven haben schon wieder Gerüchte über den Verbrannten verbreitet. Der Verbrannte? Okay. Ach, das stimmt. Das war der Typ, den Caesar da in die Schlucht geschmissen hat und Legionsausbilder mit Sonnenbrille. Ich bin hart zu den Kindern, aber so werden sie zu guten Legionären. Ich bin stolz auf sie. Das ist schön. Zugbrücke des Forts öffnen. Naja, mal gucken. Hier sind wir jetzt auch schon fast im Inneren von Caesars Legion. Ich freue mich darauf, ans andere Ufer des Flusses geschickt zu werden. Ach, guck mal, der macht hier sein Schwert wieder schick. Die neuen Sklavinnen sehen ziemlich gut aus. Ja, wenn du das sagst. Kundschafter. Hier kommen wir später zu. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass da oben müsste Caesars Zelt sein. Caesars Palace quasi, wenn jetzt einer damit was anfangen kann. Ist ein Casino in Las Vegas übrigens. Da quietscht die Katze vor sich hin, weil da ein Vogel hockt, an den sie ran will. Aber sie schafft es nicht. Ja, ja. So, wer bist du? Hallo? Sie müssen Caesars Zelt allein betreten. Alle anderen müssen hier draußen bleiben. Welche alle anderen? Okay. Ja, das gilt wohl wahrscheinlich nur, wenn ich Begleiter habe, die ich ja nicht habe. Ich freue mich darauf, ans andere Ufer des Flusses geschickt zu werden. Hallo Wölfchen. Hey, Benny! Hallo! Es ist unter Todesstrafe verboten, dass der Gefangene mit Ihnen spricht, wenn Caesar dies nicht erlaubt hat. Okay. Was hast du denn da Schickes? Was ist das denn? Soll das eine Art Pip-Boy sein? Eine Powerfaust? Ich weiß es nicht. Hab ich überhaupt... Lasst mich mal eben gucken. Habe ich noch irgendeine versteckte Waffe? Ja, ich habe noch Waffen. Rasiermesser, schallgedämpfte Stachelschlagring. Okay, ja, das passt schon. Habe ich für die schallgedämpfte überhaupt Munition? Nein, habe ich nicht. Munition habe ich da... Scheint nicht so, dann werden wir ihn wohl mit der
Hallo, Sie sind also der Kurier, der meiner Legion so viel Ärger bereitet hat. Und doch wagen Sie es, vor mich zu treten. Ja, du hast mich eingeladen. Die Garnison, die ich bei Nelson aufgebaut hatte, wurde ausgelöscht. Ja, doch. Also erklären Sie mir das. Es interessiert mich wirklich. Ich bin gefürchtet. Aus gutem Grund. Aber Sie, gerade Sie, wagen es, hierher zu kommen und vor mir, dem mächtigen Caesar, zu stehen. Was haben Sie sich dabei gedacht? Hör mir mal zu, Captain Picard, du hast mich eingeladen. Sie haben meine Sicherheit garantiert. Und das haben Sie mir geglaubt? Wirklich? Denn leider muss ich Sie jetzt töten. Entspannen Sie sich. Ich nehme Sie nur auf den Arm. Ich wiege ganz schön viel. Sie wissen, warum ich Sie treffen wollte, nicht wahr? Ich habe da eine leichte Ahnung. Man tötet Sie fast. Also verfolgen Sie ihn quer durch die gesamte Mojave? Jupp. Sie kommen auf dem Strip an und spazieren ins Lucky 38, als hätte Ihnen jemand einen Schlüssel unter den Fußabtreter gelegt? Jupp. Sie besuchen das Tops und plötzlich flieht der Anführer der Vorsitzenden wie ein winselnder Welpe vom Strip? Jupp. Wenn Sie sich etwas in den Kopf setzen, dann folgen Ergebnisse. Das gefällt mir. Die Frage ist, sind Sie bereit anzufangen? Mit was? Womit wollen... Lassen Sie mich einfach mit Benny abrechnen und schon bin ich wieder weg. Benny ist mein Gefangener. Sie werden das mit ihm erledigen, wenn Sie das mit mir erledigt haben. Ach du Schreck. Keine Angst. Sie werden seinen Platin-Chip bekommen. Und dann werden Sie ihn so verwenden, wie ich es Ihnen sage. Denkst du? Schon sehr bald wird meine Legion den großen Staudamm angreifen und den Westen erobern. Zuvor möchte ich, dass Mr. House mit ein paar schnellen Überraschungsschlägen aus dem Spiel geworfen wird. Und Sie werden das Schlagen übernehmen. Woher wissen Sie so viel über mich? Ich habe überall Augen und Ohren. Es geziemt sich doch kaum für mich, den Westen blind und taub zu erobern. Naja, aber ohne Haare zumindest. Es war nicht allzu schwer, Ihre Fortschritte zu verfolgen. Schließlich haben Sie sich nicht gerade unauffällig verhalten. War auch nie meine Absicht. Was soll ich doch gleich tun? Am Fuße des Hügels am Westrand des Lagers befindet sich ein altes Gebäude. Es war schon da, als das Fort 2277 erobert wurde. In diesem Gebäude ist eine Luke. Und innerhalb dieser Luke sind zwei Stahltüren, die das Zeichen des Casinos Lucky 38 tragen. Dasselbe Zeichen befindet sich auf dem Platin-Chip, den Benny bei sich trug, als wir ihn gefangen genommen haben. Wahrscheinlich, ist das nicht interessant? Zum Lucky 38 gehört. Was noch interessanter ist, auf der Konsole, die die Luke öffnet, befindet sich eine Einbuchtung in der Größe des Chips. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, der Chip öffnet diese Türen. Türen, die weder mit Gewalt noch mit Sprengstoff zu öffnen sind. Das habe ich nämlich bereits versucht. Und sobald ich drin bin? Ich möchte, dass Sie alles zerstören, was Sie dort finden. Anschließend kommen Sie wieder hierher und berichten mir darüber. Gehen Sie also zu diesem Gebäude und nehmen Sie diesen verdammten Platin-Chip mit. Meine Legionäre erwarten Sie dort mit Ihrer Ausrüstung. Reden Sie auf dem Weg nach draußen mit Benny. Er weiß, dass Sie seine Todesart auswählen. Vielleicht wollen Sie ihm das noch unter die Nase reiben. Ach, bestimmt. Aber hast du nicht eben gesagt, ich krieg den Chip erst, wenn ich deine Aufgabe erledigt habe und mit Benny abgerechnet hatte, damit ich den Chip dann so verwenden kann, wie du es möchtest? Jetzt gibst du mir den Chip erst, damit ich den verwenden kann, wie du es möchtest. Zumindest glaubst du, dass ich das tue und ja, richtig. Aha. Mach schon und lach, Baby. Mir ist die Komik der Lage nicht entgangen. Mir schon. Ich finde das ziemlich lustig. Ja, ja. Lach du nur. Kommen wir zur Sache. Wie lief das Treffen mit dem Glatzkopf? Nö, haarlos. Caesar sagt, dass ich über deine Todesart entscheiden darf. Grinst mal nicht so breit. Sonst werden die Milchzähne sauer. Ja, du hast mir schon mal gedroht. Der Glatzkopf hat gesagt, dass du es entschieden hast. Also, was soll es sein? Arena in einem fairen Zweikampf. Das würdest du für mich tun, Baby? Jetzt mach mir aber keine falschen Hoffnungen. Erzähl mir von den Gruppen, die Vegas regieren wollen. Mit welchem gierigen Anführer willst du anfangen? Doch mit allen. Warum sollte Mr. House Vegas nicht regieren?